Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Stadt Geretsried ganz herzlich zu unserem heutigen zweiten Konzert der neuen Reihe Jazz Dauer begrüßen. Was ist darunter zu verstehen? Wir laden zu dieser Reihe Musikerinnen und Musiker ein, die entweder hier aus der Region stammen, aus Geretsried stammen oder hierher gezogen sind oder hier einfach aktiv sind. Natürlich meinen wir damit auch alle Sie, diejenigen, die vielleicht diesen Sommer daheim verbracht haben, weil sie nicht wegfahren konnten. Da in unserer Stadt und Region wirklich viele sehr hochtalentierte Musikerinnen und Musiker leben, möchten wir Ihnen auch gerne ein Forum bieten, Ihre Kunst zu zeigen. Und an alle Eltern, Geschwister und so weiter, Lehrer, die heute hier sind, deren Kinder hier spielen, also herzliche Kompliment und Glückwunsch und vielen Dank, dass Ihre Kinder diesbezüglich so gut gefördert haben. Die Idee zu dieser Reihe wird nicht nur von mir allein getragen, sondern mit ganz viel Herzblut von Herrn Niculescu auch und von Max Krosch. Und ich danke beiden für die super Zusammenarbeit, die wir in letzter Zeit hatten. Ja, ich bin Janita Zwicknagel vom Kulturamt der Stadt und ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, gerade bei dem schönen Wetter. Ganz besonders begrüßen möchte ich die Damen und Herren des Stadtrats, wobei ich jetzt momentan keine gesehen habe. Ganz herzlich willkommen auch an die VertreterInnen der Presse. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ein ganz herzliches Grüß Gott natürlich auch an alle, die am Gelingen dieses Abends beteiligt sind, insbesondere den Mann an der Technik, den Herrn Andreas Unterreiner, der uns ganz, ganz viele super Abende schon beschert hat und leider ich ihn manchmal vergesse. Also schön, dass Sie da sind, Herr Unterreiner. Selbstverständlich begrüße ich auch alle Künstler, also vor allem die Prinzessin des heutigen Abends. Sie ist ja sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, die Prinzessin mit ihrem Prinzgemahl und die weiteren Prinzen mit dem Prinzvater hier in diesem Konzertabend. Ja, das Chico Jazz Orchester ist ja jahrzehntelang jetzt schon unter der super bewährten Leitung und nichts an Begeisterung verlorenen Engagement des Großmaestros Horia Niculescu. Herzlichen Dank, dass ihr heute alle da seid. Bevor es losgehen darf, noch ein paar technische Hinweise an Sie. Bitte tragen Sie die Maske, FFP2 oder OP-Maske, wenn Sie Ihren Platz verlassen. Wir werden nämlich eine Pause machen, noch ungefähr 45 Minuten. Die Pause wird so ungefähr eine halbe Stunde dauern. Sie dürfen neue Getränke bestellen, wir werden durchlüften und dann geht's weiter. Bitte notieren Sie auch auf den ausliegenden Zettel Ihre Namen und Adresse. Wir haben nach wie vor die Nachweispflicht. Ja, und falls Sie die Konzertreihe unterstützen wollen, finden Sie am Schluss dann auch so eine kleine Spendenbox am Ausgang. So, jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen einen unterhaltsamen, wunderschönen Abend mit Musik der 50er und 60er Jahre und Bühne frei für Chicos Jazz Orchester. Einen schönen guten Abend. Erlauben Sie mir, wie ich auch gestern gesagt habe, dieses Jazz-Dauer-Festival ohne unglaubliche Kraft von Frau Zwicknagel könnte nicht stattfinden. Bei dieser Pandemie-Beschränkung können Sie sich vorstellen, wie schwer alles zu bekommen war. Gott sei Dank sind wir hier und ich hoffe, dass ein Applaus für Frau Zwicknagel verdient hat. Titel dieser Abend ist Swing für Nostalgiker. Profi-Arrangements aus Amerika spielen von den Großen, von Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, alles, Roy Eldridge, alles authentische Amerikaner.
amerikanische Arrangements, besonders der spätere Zeit, 60er Jahre. Aber das Thema ist Swing. Was ist Swing? Eigentlich Swing ist, wenn man so denkt, ist aus der Tanzmusik der 30er Jahre entstanden. Die Musiker der damaligen Zeit haben eine Form entwickelt, die später Big Band genannt wurde, oder Jazzorchester. Und wie in ernsthafter Musik, jeder Musiker hat eine Rolle. Man macht nicht alles frei, wie man will. Natürlich sind genug Stellen, wo Improvisationen und andere Sachen kommen. Aber Swing bedeutet auch hinkend rhythmisch gehen. Ich will, um Gottes Willen, keine Musikstunde machen, aber anstatt tat, 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 es ist tat, tada, 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 weil die Jazzmusiker haben erste Achtel verlängert und zweite Achtel gekürzt. Und jetzt an die Arbeit. Thank you.
brauche sie nicht mehr. Erlauben Sie mir ein bisschen frei. Mein Dirigentenstuhl ist wichtig. Besonders in den 50er Jahren, es gab, ich würde sagen, als Mode, dass die Gesangsstimmen, weiblich oder männlich, integriert im Orchester. Nicht extra Solisten. Natürlich, das würde sich auch extra Solisten haben. Will ich auch machen. Die liebe und hübsche, vor 2 Jahren Ehefrau geworden, Betty, wird wie ein Instrument in dem Orchester hinten bleiben und eine Koloratur, eine Farbe dem Ganzen zu geben. At last!
Liederstück, eine seiner bekanntesten Kompositionen. Und jetzt auch ein Titel, sehr bekannt in den 50er und 60er Jahren, von Hank James Orchester, einer der bekanntesten Trompeter seiner Zeit. 2 o'clock jump. Thank you.
Danke. Vielen Dank. Sie kommen noch. Ich glaube, jetzt will sie unbedingt. Ich muss sagen, apropos, diese junge Dame, normalerweise spielt Geige. Und ganz gut. Sie ist die Schülerin von Max Grosch bei der Universität. Aber sie spielt auch E-Bass-Gitarre und auch Kontrabass. Unglaublich. Und noch dazu auch hübsch. So ist es. Duke Ellington ist ein Begriff, der hat mit stilistisch die Jazzmusik der 50er, 60er Jahre so stark geprägt, dass auch nicht Großmusikkenner diesen Sound erkannt haben. Duke Ellington wurde kaum Basie. Die waren absolut das Höchste. Wir werden jetzt ein Duke Ellington Stück spielen, das heißt Don't Nothing Till You Hear From Me. Thank you.
eine etwas moderne Version. Das ist von 90er Jahren, glaube ich. Originalaufnahme war damals von dem berühmten Entertainer und Sänger Michael Bublé oder Michel Bublé, wir sind Kanadier, und Barbara Streisand. Das ist natürlich, es ist nicht Michel Bublé und Barbara Streisand hier, sondern das Fischbrüllen war Bitte und Daniel. Ist der erste Big Band-Leader oder Jazz-Orchester-Leader, der
1933 geschafft, in Golden Gym Hall ein Konzert zu machen. Natürlich, es waren empörte Stimmen, die sagen, in Golden Gym Hall, so, diese, naja, man darf das wohl nicht sagen, Musik, weil das Wort ist zu dunkel, um das zu besprechen. Nein. Benny Goodman hat einen enormen Erfolg gehabt und seit diesem Moment, meine ich, ist die Jazzmusik die koordinierte und richtige Orchester Jazzmusik auch akzeptiert, mehr oder weniger als ernsthafte Musik. Und einer seiner Superstücke waren Stomping and the Savoy. Alle zusammen und dieses
genau, was damals diese Musik exprimiert, also raus. I won't dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely. You know what? So lovely. But oh, what you do to me. That's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. Forever dress up, I'm not as bastard, and that's why I won't dance. I won't dance. Why should I? I won't dance. Dance. I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven's best, yes, I'm not as best as. And that's why I won't dance. I won't dance. Why should I? I won't dance. I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance. I won't dance. I won't dance. Getroffen wurde.
Der hat so viele fantastische Kompositionen und mit einer davon fangen wir mal an. In the Mood. Serenade.
Gehen wir jetzt genau in eine ganz andere Richtung, aber ein fantastischer Künstler. Man sagt permanent, dass er von amerikanischer Mafia unterstützt wurde und dass er seine Hände angeblich auch in Kennedy-Affäre gehabt hätte und. Naja, Gott sei Dank, der ist schon längst oben. Ein fantastischer Sänger, Frank Sinatra. Von Frank Sinatra natürlich Daniel. I've got you under my skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you are really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in, said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats, it repeats in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance you can win. Use your mentality, wake up, step up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Come on, mind, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance you can win. Why not use your mentality? Wake up, step up to reality. And each time I do, just the thought of you, because I've got you under my skin. Yeah, you grab me under my skin. Thank you. Schnell wie möglich die ganze Mannschaft vorzustellen. Die sind wichtig, jeder macht seine Rolle fantastisch, und wenn einer fällt,
Kind Oris. Und wir sind alle da und es ist wunderbar. Am Klavier versteckt, wegen Corona-Maßnahmen, Tim Wanke. Natürlich Kontrabass, Sebastian Baumgartner. Der Lehrer für Physik, Mathe und Co. Natürlich ein super Gitarrist, Christian Radojewski. Auch frisch geheiratet und Familiengründer, Assistent bei der Uni und so weiter und so fort. Immer sehr stark beschäftigt, großer Geologe aller Zeiten. Johnny Reinhardt! Natürlich, wenn wir die Sachsgruppe schauen, der in Anführungszeichen älteste, nicht vom Alter her, der erfahrenste in dieser Jazzmusik, Famao, Peter Gründel, war echt dabei. Der spielt überall, hat eigene Orchester und. Das sagen wir nicht zu viel. Natürlich daneben auch ein großartiger Musiker, Hansi Haller. Einer der bedeutendsten in unserem Band. Ein Bariton ist schwer zu spielen und noch schwerer gut zu spielen. Und er spielt sehr gut. Christopher Roda! Ab oben sind zwei natürlich Alt-Saxophone und einer vertreten ist von Sebastian Tonsch. Natürlich einer der ältesten bei uns und auch selber Musiklehrer in Bad Tölz. Aha, liegt nicht bei Bad Tölz oder wie? Aha, gut. Gut. Wunderbar. Benny Hirschmann. Nein, das sage ich nicht mehr. Der Ingenieur. Nein. Oliver Lind. Nicht mehr vorzustellen. Daniel Modan. Großartiger Musiker. Ein großartiger Musiker aus München. Thomas Weber. Der ist noch vertan mit Rothaar. Der hat ihn noch nicht zu tun. Markus Wagner. Natürlich, nicht die letzten, sondern die wichtigsten sind alle eigentlich. Erster Posaune, Christopher Detz. Max Liebhardt, bei uns
Seit einem Monat nur, eineinhalb Monate. Ein großartiger Musiker aus München auch. Ja. Christian Dietz. Natürlich wird er meine musikalische Abenteuer immer begleitet hat. Ja, Rainer, seit 30 Jahren ja, oder noch mehr. Ja, ein großartiger Musiker in Oberland. Ja, genau, gestern ist selber Chef von mehreren Kapellen und. Rainer Jorde! Weiter bei Greg Miller bleiben. Wieder einer der bekanntesten Titel von Greg Miller. Chattanooga Chuchu. Thank you.
Betty, auch wenn du nur eine Instrumentalstimme angeblich hast, hat sich ein bisschen zu sehen. Das ist. Ja. Basti ist groß genug. Wieder in dieser Art und Weise, wo Betty die Stimme des Orchesters moduliert. Machen wir weiter. Don't get along much anymore. Und es ist einer der bekanntesten Titel, die von enorm vielen Big Bands, von Duke Ellington, Count Basie und alles, was sie wollen, ist ein Originalarrangement aus Amerika von Duke Ellington. Thank you.
langweilt oder gelangweilt, weil wir zu viele Glenn Miller Stücke gemacht haben. Genau im Gegenteil, ist einer der bedeutendsten Komponisten der 30er, 40er, 50er Jahre. Natürlich 50er Jahre, wenn man denkt, dass er schon im Krieg wahrscheinlich 45 gestorben ist, also nicht mehr. Aber es ist so ein, auch lustig, dieses Stück, wenn man denkt an alten amerikanische Lokomotive. Pennsylvania 65000. Ins Bett. Das geht nicht mehr. Das werden Zugaben.
Also diese Kinder gehen nicht sofort ins Bett. Wir machen weiter mit noch zwei Titeln. Don't Be That Way. Es ist ein Benny Goodman Stück. Thank you.
aber ein letzter Titel ist abhängig von September. Gott sei Dank, heute nicht. Aber September is a Rain von Frank Sinatra kommt. Daniel Modan. Thank you.
der unbekannte Big Band, Charlie Bennett, hat auch einen Superhit damals gespielt. Das ist auch Originalarrangement. Cherokee. Thank you.
vielen Dank. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Wir werden aber jetzt alle zusammen Schluss machen. Das Stück ist für China geschrieben, aber vor der Covid-Geschichte. Also hat mit Covid nichts zu tun. Und heißt On a Slow Boat to China. Ich glaube, dass vielen Dank, Peter, du hast recht. Nächste Woche war das Plakat da draußen. Vom Fotos her ist gleich. Nur Daten sind einmal 3, einmal 3. September, 10. September. Also nächsten Freitag um dieselbe Zeit werden wir Musik, Jazz, moderne Jazz, beeinflusst von südamerikanischen Rhythmen, afrokubanischen Rhythmen, Folklore und. Wir hoffen, dass genauso viele wie heute Abend zu uns kommen. Nochmal vielen Dank und jetzt zum Schluss natürlich mit Betty und Daniel On a Slow Boat to China. Today. Yeah, I really think so too. I enjoyed a lot singing with you and with you. I'm gonna get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. On a far away shore, out on the briny, where the moon's big and shiny, melting your heart of stone. I'm gonna get you on a slow boat to China, all to myself alone. To myself alone.